Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen auf die Great Tech Beam Up Conference. Mein Name ist Mukhtar Ahmedova. In dem folgenden Vortrag werde ich für Sie die Push-Over-Analyse näher beschreiben und die Eingabe- und Auswertungsmöglichkeiten in unserer FM-Lösung Great Tech Advanced Design diesbezüglich erläutern. Es wird ein Mix von PowerPoint-Präsentation und Live-Demo sein, so dass Sie die einzelnen Schritte besser nachvollziehen können. Wenn wir uns als erstes einen generellen Überblick über die seismischen Berechnungen verschaffen sollten, es gibt zwei Ansätze, denen wir folgen können, die lineare und die nichtlineare Methode. In beiden Familien haben wir Berechnungen, die zu einem die maximale Reaktion des Bauwerks liefern und zum anderen die zeitabhängige Reaktion unseres Bauwerks ausgeben können. Von der linearen Berechnung stehen Ihnen die Verfahren Modalanalyse und äquivalente Querkraft zur Verfügung in Advanced Design. Mit Hilfe dieser Berechnungen erhalten wir die maximale Reaktion unseres Systems. Für die zeitabhängige Reaktion können Sie in Advanced Design mit der Zeitverlaufsanalyse arbeiten. Ja, die Push-Over-Analyse ist unser erster Schritt in die nichtlineare seismische Berechnung in Advanced Design und damit erzielen wir die maximale Reaktion unserer Struktur zu erhalten. Bei der Auswahl unserer Berechnungsmethode müssen wir einen Aspekt besonders gut beachten. Wenn ein Bauwerk einem Erdbeben ausgesetzt ist, wird es zu einer nichtlinearen Materialverformung kommen. So, wie können wir eine lineare Berechnung durchführen, wenn sich unsere Struktur nicht linear verhält? Hier müssen wir also den Unterschied machen können zwischen einer leistungsorientierten und einer festigkeitsorientierten Berechnung. Was wir normalerweise während einer linearen Berechnung tun, Sie sehen hier dieses Diagramm zu der Verhältnis Kraftverschiebung. Das lineare Verhalten unserer Struktur ist nicht unendlich, es hat eine Grenze. Wir sind hier durch eine bestimmte Kraft begrenzt und ab hier tritt die Plastizität auf. Deswegen multiplizieren wir hier die auf die Struktur wirkenden seismischen Kräfte mit einem bestimmten Reduktionsfaktor, welcher die Schnittkräfte im Bauwerk verringern wird, um diese Obergrenze einzuhalten. Das Problem hierbei ist, dass jedes Element ein eigenes Verhalten aufweisen kann, wir aber diesen Reduktionsfaktor für das gesamte System benutzen und dieser wird normalerweise in der Norm festgelegt und es ist so gesehen eine sehr grobe Einschätzung und somit keine genaue Berechnung. Ja, auf der anderen Hand können wir auch eine nichtlineare Berechnung durchführen. Wir können diesen Bereich eingeben, wo die Nichtlinearität auftritt. Wir wissen, dass die Grenze nicht überschritten wird und unsere Bauteile nur diese Grenze erreichen können. Wenn wir dann in die nichtlineare Berechnung gehen, ist für uns also wichtig, sicherzustellen, dass die an dieser Stelle auftretende Plastizität nicht zu einer allzu großen Deformation, Verschiebung bzw. zum Absturz des Systems führt. Das nennen wir also leistungsorientierte Berechnung. Das Kriterium für die Analyse hier ist also die plastische Deformation unseres Systems. Die einzusetzende Grenze für die plastische Deformation an Strukturen hängt mit der Wichtigkeit und der Bedeutung des Gebäudes zusammen. Wenn wir sagen, das Gebäude soll funktionsfähig bleiben, also ganz wenig Plastizität im System, setzen wir die Grenze hier fest. Dann haben wir hier den zweiten Wert, den zweiten Grenzwert, zum Beispiel bei Wohngebäuden. Wenn wir sagen, nach einigen Reparaturkosten können wir im Gebäude wieder wohnen und es stürzt während Erdbeben nicht ab, dann entscheiden wir uns hierfür. Wir erlauben sozusagen mehr Plastizität in diesem Gebäude. Wenn wir zum Beispiel ein Tragwerk haben, was nicht besonders wichtig ist und nach dem Erdbeben nicht bewohnt werden muss, aber trotzdem nicht fallen soll, können wir bis in den Grenzzustand gehen und die maximale Menge an Plastizität erlauben, bevor das Gebäude quasi gar nicht mehr zu gebrauchen ist. Sie sehen hier den Grenzzustand, den höchsten Wert und ab hier haben wir dann quasi den Absturz.
Also ja, je nach Gebrauch und Bedeutung können wir eine Grenze für die Plastizität unseres Gebäudes festlegen. Hierdurch entsteht die Idee für die Pushover-Analyse. Es ist eine statische, nicht lineare Analyse, bei der das Tragwerk durch ein monoton ansteigendes Lastmuster so lange belastet wird, bis eine Verschiebung erreicht wird, die den seismischen Anforderungen entspricht. In anderen Worten, wir haben ein bestimmtes vordefiniertes Lastmuster und wir erhöhen die Lasten von unten nach oben, Schritt für Schritt, unter Berücksichtigung der Nichtlinearität im System, bis der Grenzwert an Verschiebung im System erreicht ist. Wichtig ist auch noch, eine klassische lineare Tragwerksberechnung durchzuführen, vor der Durchführung einer Pushover-Analyse, um die Dimensionierung und die Bewährung der Bauteile zu bestimmen. Und gegebenenfalls bei Stahl brauchen wir dann die Stahlklassen, weil uns diese Ergebnisse verraten, wie das nichtlineare Verhalten der Elemente aussehen kann. Wir wollen also sehen, bis zu welchem Wert unser Gebäude quasi gepusht wird in Bezug auf die Funktionsfähigkeit. Wenn zum Beispiel ein Krankenhaus Wenn wir ein Krankenhaus haben und diesen Limit damit erreichen oder diesen hier, geht es natürlich nicht. Da müssen wir in diesem Bereich bleiben, weil das Gebäude während Erdbeben funktionsfähig bleiben sollte. Dann muss die Dimensionierung natürlich korrigiert werden. So, was wir genau tun. Erste Phase ist die Vorbereitung. Wir bestimmen das Belastungsmuster. Dann müssen wir bestimmen, wo wir nichtlineares Verhalten haben und welche Merkmale, Eigenschaften dieses Verhalten hat. Dann lassen wir die Pushover-Kurve berechnen. Diese Kurve wird definiert durch die einzelnen Berechnungsschritte während Erhöhung der Kraft. Wir messen die Grundschärung und die Verschiebung unseres Masterknotens. Dieser ist normalerweise ein Punkt auf dem Dach des Gebäudes, wie man es auch hier sehen kann. Und dieses Verhältnis wird also in dieser Kurve zusammengefasst. Dann haben wir die dritte Phase, wo wir unsere Ergebnisse interpretieren und auswerten können. Dann starten wir mit der Vorbereitungsphase. Wie gesagt, definieren Sie als erstes das Belastungsmuster. Je nach Normengebäude können wir hier verschiedene Formen, Verteilungen haben, wie zum Beispiel gleichmäßige, dreieckige oder auch parabelförmige Verteilung. Ja, zum Beispiel Eurocode verlangt die Durchführung von zwei Pushover-Analysen, eine mit gleichmäßiger Lastverteilung und die andere proportional zur ersten Eigenform in der betrachteten Untersuchungsrichtung. Hier sehen Sie dann die Fenster von der Oberfläche von Advanced Design, in welchen wir diese Eingaben betätigen können. Diese schauen wir uns aber gleich in der Live-Demo nochmal genauer an. Und sobald wir festgelegt haben, welches Belastungsmuster wir wählen, um die Last Schritt für Schritt zu erhöhen, kommen wir zum Punkt 2. Wir bestimmen die Stellen mit der Nichtlinearität und definieren die Eigenschaften hierzu. Wir müssen uns hier genau überlegen, an welchen Stellen wir eine Nichtlinearität vermuten und die Gelenke bzw. die Feder dementsprechend platzieren. Ja, eine Rahmenkonstruktion, die horizontalen Lasten ausgesetzt ist, weist die allgemeinen große Schnittgrößen an den Balken und Stützen in den unteren Stockwerken auf. Also platzieren wir hier die Nichtlinearität des Materials mit Hilfe einer nichtlinearen Feder. Bevor die Nachgiebigkeit, also der plastische Limit erreicht ist, funktioniert die Verbindung einwandfrei. Die Feder hat eine hohe Steifigkeit. Und sobald der Grenzwert erreicht ist, übernimmt sie die Funktion als nichtlineares Element. Wir können sie als Rotationsfeder definieren oder zum Beispiel bei Aussteifungen haben wir dann hier axiale Feder, wie Sie hier sehen können. Die Eigenschaften davon werden in den seismischen Normen festgelegt, unter Berücksichtigung der Dimensionierung und der Bewährung der Elemente, wie gesagt. Mit deren Hilfe können wir dann quasi solche Kennlinien für die Elemente definieren. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Kraft und Verschiebung oder Moment und Rotation als Beispiel. Hier sehen wir, wie es denn nach Eurocode oder auch nach dem amerikanischen Code aussehen kann. Auf der nächsten Folie sehen Sie wieder die Fenster von GreyTech Advanced Design,
von der Oberfläche des Programms, wo die Feder bzw. Gelenke definiert werden können. Ich denke, wir können nun im Programm die ersten Schritte sehen. Also machen wir weiter erstmal mit der Live-Demo. Ja, anhand dieser Startstruktur werde ich Ihnen die Pushover-Analyse in Advanced Design zeigen. Als erstes müssen wir hier natürlich die Lastfallfamilie Pushover an sich erzeugen. Und sobald wir es getan haben, haben wir auf der rechten Seite ein Eigenschaftenfenster, entsprechend was wir hier angewählt haben. Und hier sehen wir direkt die Möglichkeit, dass wir Lasttyp 1 und 2 eingeben können. Wie auch schon in der PowerPoint beschrieben, ist das ja eine Vorgabe von Eurocode, dass wir hier den Nachweis für zwei Lasttypen durchführen. Deswegen stellen wir diese Möglichkeit den Nutzern zur Verfügung. Allerdings konzentrieren wir uns jetzt auf Lasttyp 1. Diesen haben wir deaktiviert, wie Sie sehen, und Lasttyp 1 haben wir aktiviert, indem wir hier einen Haken reingesetzt haben. Da sehen Sie die Möglichkeit, die Lastrichtungen zu definieren. Hier können Sie auch die entsprechenden Haken setzen für die positiven und negativen X- und Y-Richtungen. Dann haben wir hier ein Fenster, wo wir die Verteilung in dieser Liste anwählen können oder auch uns grafisch anschauen können. Dieses Fenster haben Sie bereits gesehen. Wenn wir uns dann für eine dieser Verteilungsformen entscheiden, müssen wir im Vorfeld im Programm Etagen definiert haben. Wenn es nicht der Fall ist, müssen wir hier mit der benutzerdefinierten Version arbeiten. Ich entscheide mich für die benutzerdefinierte Verteilung und bestätige das Ganze. Dann, je nachdem, was Sie da ausgewählt haben, entweder sind die Lasten automatisch definiert, aber in dem Fall müssen wir es natürlich eigenständig tun, weil wir benutzerdefiniert gewählt haben. Sie sehen auch schon die Belastung, die ich im Vorfeld definiert habe. Sie wird natürlich größer, von unten nach oben, wie auch schon im Vorfeld beschrieben. Und je nachdem, viele Schritte, wie wir hier definiert haben für die Berechnung. Sagen wir zum Beispiel, wir haben hier 10 Schritte. Das heißt dann, jede Last wird mit 10% anfangen und in jedem Berechnungssatz wird dann 10% dazukommen. Das heißt, Step 1 10%, Step 2 20% und dann wird das in jedem Schritt um 10% mehr, bis wir dann die entsprechende Grenze erreicht haben oder bis unser System versagt. Das heißt, wenn die Struktur dann die definierte Belastung nicht mehr abtragen kann, wird die Berechnung beendet. Die wird quasi abgebrochen und Advanced Design liefert dann so keine Ergebnisse. Also, somit haben wir die Belastung definiert, beziehungsweise die Lastverteilung. Als nächstes kann ich Ihnen nochmal zeigen, wie sich hier die plastischen Gelenke definieren können. Wenn wir ein Element anwählen, das ist ein allgemeines Informationsprogramm, haben Sie direkt ein Eigenschaftenfenster mit zahlreichen Informationen zu dem jeweils angewählten Element. Hier sehen Sie zum Beispiel, das fängt bei Eigenschaften wie Material, Querschnitt und Anschlüsse an und weiter unten haben Sie dann die Bemessung des Elements, so dass Sie dann alles für dieses Element in diesem Fenster editieren, anpassen können und keine weiteren Fenster öffnen müssen. Also gehen wir hier auf Anschlüsse und Sie sehen, hier unten haben wir dann die plastischen Gelenke. Diese können definiert werden für Startbänder 1 und Startbänder 2. Die können wir uns eben anschauen. Sie sehen, dass wir hier eine Exzentrizität definiert haben. Diesen Abstand hier brauchen wir, weil wir die Gelenke nicht direkt am Knoten definieren können, weil da ja andere Elemente angeschlossen sind. Deswegen muss man da eine Exzentrizität definieren. Und dementsprechend setzen wir hier diese Werte fest. Da haben Sie die Freiheitsgrade, die Sie definieren können. Da haben wir zum Beispiel die Biegung aktiviert. Und da haben Sie die Definition an sich für das plastische Gelenk. In diesem Fenster können Sie dann bestimmen, ob es automatisch definiert werden soll oder ob es auch hier benutzerdefiniert erfolgen soll. Dementsprechend haben Sie die Norm, den Eurocode und nochmal den amerikanischen Code.
Und dementsprechend finden Sie hier die Tabellen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Hier sind wir jetzt auch bei einer automatischen Berechnung, deswegen sind hier die Werte ausgegraut, aber Sie können hier auch benutzerdefiniert arbeiten und sich hier die Grenzzustände definieren und die entsprechenden Werte hier eingeben. Da haben wir die Richtung für die lokalen Achsen und dementsprechend kann das Fenster dann auch schon bestätigt werden. Also das war jetzt sozusagen Step 1 und 2. Wenn wir dann noch einmal zurück in die PowerPoint gehen. Schritt 1 haben wir erledigt, sowie Schritt 2, plastische Gelenke sind definiert. In der Stahlkonstruktion, die Sie gesehen haben, habe ich an jedem Element plastische Gelenke definiert. Bei einem realistischen Modell ist das natürlich nicht die beste Lösung. Da ich aber eine kleine Konstruktion habe, sollte es kein Problem sein. Und weil ich automatische Berechnung ausgewählt habe, wird das Programm die Eigenschaften aller Gelenke normgerecht abhängig vom Material und Querschnitt berechnen lassen. Jetzt ist es Zeit, die Pushover-Kurve zu definieren. Ich brauche hierzu einen Masterknoten, einen Kontrollknoten zu definieren, der die maximale Verschiebung des Systems während der seitlichen schrittweise wachsenden Belastung repräsentieren kann. Dies ist im Allgemeinen der Schwerpunkt des Daches im System und wir werden im Programm sehen, wie dieser Vorgang durchzuführen und die Parameter einzustellen sind. Nach der Berechnung können wir uns dann schrittweise die Verformung anschauen und erhalten diese Push-Over-Kurve, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Ja, wir gehen hier wieder in die Lastfallfamilie Push-Over und hier finden Sie dann direkt in dem Eigenschaftenfenster wieder die Möglichkeit, den Masterknoten einzustellen. Oder Sie können hier auch noch maximale Verschiebung auswählen. Wir bleiben hier bei Masterknoten und da sehen Sie auch schon die Knotennummer. Diese können wir ganz komfortabel eintragen, nachdem wir unseren Punkt festgelegt haben. Wir haben uns nämlich für diesen Punkt hier entschieden und den Knotenpunkt hier ganz komfortabel eingetragen. So definieren wir nämlich auch den Punkt, an welchem wir die Verschiebung unserer Struktur kontrollieren werden. Dann ergibt sich auch schon die nächste Frage. Wir arbeiten ja hier nämlich mit benutzerdefinierten Werten und haben dem Programm eine bestimmte Grenze vorgegeben. Aber es gab ja auch die Möglichkeit, dass wir andere Verteilungen, wie zum Beispiel parabelförmig oder auch dreieckig, nehmen. Dann hätten wir quasi keine Werte angegeben, weil das alles automatisch eingestellt ist. Dann stellt sich aber die Frage, wie lange rechnet das Programm denn, wenn wir da keine Grenze festgesetzt haben? Wo hört denn die Berechnung auf? Das können wir auch in diesem Fenster klären. Da sehen Sie den Abschnitt Inkrementierung. Und da haben Sie die Möglichkeit zum Beispiel, das ist jetzt bei uns ausgegraut, weil wir nämlich benutzerdefiniert arbeiten. Ansonsten haben Sie hier die Möglichkeit, etwas einzugeben. Hier ist jetzt zum Beispiel ausgewählt, Prozentsatz der Gesamtschwerlasten. Also sagen wir dem Programm quasi, geben wir dem Programm quasi vor, rechne bitte, bis wir 200% der Gesamtschwerlasten erreicht haben. Und das soll bitte die Grenze sein. Und das Programm führt die Berechnung bis zu diesem Wert durch. Natürlich, wenn es dann auch funktioniert. Und wenn es nicht der Fall ist und unser System versagt, wird die Berechnung nicht bis zum Ende durchgeführt und bricht dann an dem Grenzwert nochmal ab. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, hier direkt einen Wert einzugeben und das wird dann quasi der Grenzwert wieder. Und bis zu dieser Grenze wird die Berechnung durchgeführt, falls es dann auch wirklich funktioniert. Ansonsten, wie gesagt, wird das Programm so gesehen keine Ergebnisse liefern. Ja, gut, dann gibt es noch einen letzten Schritt, den wir durchführen müssen, bevor wir die Berechnung starten. Wir schauen uns noch einmal die Einstellungen an zu der Pushover-Analyse. Sie haben hier die Möglichkeit, große Verformung zu berücksichtigen, indem Sie hier einen Haken reinsetzen, aktivieren. Und da haben wir noch mal die Definition der Pushover-Analyse. In diesem Fenster können wir auch einiges einstellen, wie zum Beispiel die Schritte, die wir
Für die seitliche Belastung planen, wir haben hier 100 Iterationen jeweils pro Schritt geplant. Da haben Sie die Steifigkeit, die Konvergenz und Sie haben hier auch eine Anfangslast. Was das genau bedeutet? Ja, bevor die seitliche Belastung beginnt, die sich schrittweise steigert, können Sie eine Anfangslast definieren. In dem Fall habe ich hier jetzt das Eigengewicht ausgewählt. Sie können aber genauso auch eine Kombination definieren von Eigengewicht und prozentualen Anteil von Nutzlasten oder andere Lasten, wie auch immer, was Sie sich hier auch immer vorgestellt haben, kann die Last hier entsprechend angewählt werden. Dann haben Sie Ihre Struktur erstmal mit dieser Last belastet und erst dann fängt die seitliche Belastung an. Das kann hier also definiert werden. Nachdem wir uns das auch angeschaut haben, können wir auch nun die Berechnung starten. Dies erfolgt hier unter Auswertung. Hier auch eine wichtige Option. Wenn Sie hier die Pushover-Analyse aktivieren, wird automatisch die Stahlbetonberechnung und die Stahlbemessung aktiviert und der Grund dafür ist auch schon erwähnt worden. Wir müssten ja im Vorfeld erstmal eine klassische Berechnung des Systems durchgeführt haben und die Dimensionierung müssen wir kennen von unserem System, damit wir dann auch anschließend die Pushover-Analyse durchführen können. Wenn es im Vorfeld nicht durchgeführt worden ist, ist die Pushover-Analyse auch nicht möglich, deswegen wenn Sie es im Vorfeld nicht getan haben, macht es tatsächlich Sinn, dass Sie hier die beiden Optionen, je nachdem, was für Material Sie haben, aktivieren. Und das wird dann schrittweise durchgeführt, denn erstmal wird es quasi sein, die Stahlbemessung bzw. die Stahlbetonbemessung durchführen, Stahlbetonberechnung durchführen. Und als nächster Schritt wird das Programm dann die Pushover-Analyse durchführen. Also lassen wir es so stehen und gehen hier auf Berechnen. Diese Berechnung kann bis zu 2 Minuten dauern, weil wir nämlich mehrere Schritte haben. In dem Fall waren es 50 und pro Schritt haben wir dann auch Iterationen. Und deswegen wird das bis zu 2 Minuten dauern und gleich können wir uns dann die Ergebnisse anschauen. Ja, Berechnung ist beendet und wir haben nun die Ergebnisse für unsere Pushover-Analyse. Wir haben die Pushover-Kurve, von der wir gesprochen haben. Da sehen Sie die Kapazitätskurve in Rot und den aktuellen Punkt, wo wir uns befinden. Bei den einzelnen Schritten, wir sind bei Schritt 3, bei Schritt 5, Schritt 9, Schritt 12, Schritt 13. Und wir sehen, dass die Berechnung bis zum Schritt 19 durchgeführt werden konnte. Wir können uns die Ergebnisse auch schrittweise einzeln darstellen lassen. Zum Beispiel Schritt 1, Schritt 2 oder auch Schritt 5, Schritt 13. Auf diesem Wege können Sie die einzelnen Schritte anwählen und sich die grafischen Ergebnisse darstellen lassen. Und Sie haben auch den Wert hier ganz schön beschrieben. Und wir können uns auch nochmal den letzten Schritt anschauen. Das sollte dann der Schritt 19 sein, den wir in unserer Ergebniskurve hatten. Hier sehen wir quasi die Kapazität unseres Systems infolge dieser horizontalen Belastung. Wenn wir dann nochmal kurz zurück in die PowerPoint gehen. Wir haben die Verformungsergebnisse grafisch dargestellt und die Kapazität unserer Struktur gesehen. Wir kennen nun die Resistenz unserer Konstruktion, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was der Erdbeben von uns anfordert. Hier sehen wir zum Beispiel das elastische Antwortspektrum des Erdbebens. Die Pushover-Kurve muss ja dem Antwortspektrum irgendwie entsprechen. Man muss hier einen gemeinsamen Punkt finden. Es ist aber nur einfach gesagt, da das Antwortspektrum aufgrund einer elastischen Berechnung mit 5% Dämpfungsgrad berechnet worden ist. Aber in unserem System gibt es nichtlineares Verhalten, also Plastizität und somit auch Energiedissipierung. Die steigert die Dämpfung in der Konstruktion, also heißt es, wir brauchen ein Antwortspektrum mit höherer Dämpfung.
Hier muss natürlich der richtige Punkt gefunden werden, der sogenannte Leistungspunkt. Das ist sozusagen der Punkt, der zwischen dem, was das System liefern kann und was der Erdbeben anfordert, liegt. Hier sehen wir zum Beispiel, dass der Punkt C der richtige Punkt ist. Das ist der Leistungspunkt, den wir brauchen, den wir suchen, weil es nämlich der Schnittpunkt, zwischen beiden, Kurven ist. Und diesen Punkt können wir ganz komfortabel in Advanced Design darstellen lassen. Wir gehen dafür auf Schubnachweis und rufen hier den Leistungspunkt auf. Und das System liefert uns gerade den Leistungspunkt, der quasi zwischen dem balanciert, was die Erdbebenberechnung anfordert und was das System liefern kann. Außerdem haben wir auch die Möglichkeit, uns die einzelnen Schritte für die plastischen Gelenke darstellen zu lassen. Ich fange mit Schritt 1 an und hier sehen Sie, dass wir im ziemlich guten elastischen Bereich liegen. Wenn wir zum Beispiel Schritt 7 auswählen, können wir auch immer noch keine Plastizität feststellen. Hier haben wir auch eine schöne Legende dazu. Wenn wir aber einen weiteren Schritt nehmen, wie zum Beispiel 12, werden wir sehen, dass es schon langsam in die andere Richtung geht, in die plastische Richtung geht. Je nachdem, was für ein Gebrauch dieses Gebäude haben wird, diese Struktur haben wird, kann dieser Wert akzeptabel, aber auch nicht akzeptabel werden. Wieder das Beispiel, wenn es ein Krankenhaus ist zum Beispiel, da sollte die Dimensionierung der Elemente nochmal untersucht werden und gegebenenfalls optimiert werden. Wenn wir uns zum Beispiel einen der letzten Schritte anschauen, werden wir schon sehen, dass wir also ziemlich viel Plastizität feststellen können, vor allem an den Stützen. Und auch hier in den Trägern. Das geht schon in Richtung Instabilität und wir können schon sagen, dass unser System hier durch instabil werden könnte. Ja, das ist die letzte Folie für den heutigen Vortrag. Ich habe die Ergebnisse interpretiert und für Sie etwas zusammengefasst. Sie hatten im Programm gesehen, dass wir zu hohe Plastizität feststellen konnten. Und diese Abbildung auf der rechten Seite verrät uns auch, dass es nicht so ganz die richtige Vorgehensweise ist, die Gelenke an den Stützen zu definieren. Wir sollten lieber andersrum vorgehen und unsere Stützen stärker ausbauen, dafür dann die Gelenke bei den Trägern, bei den horizontalen Elementen vorsehen. Dadurch haben wir natürlich ein stärkeres und stabiles System und stabileres System. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Zeit und wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können mir sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ich wünsche Ihnen dann erstmal einen schönen Tag.